Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute auf dem Weg nach Almería und Otti hat noch einige Details für uns. Wir sind auf der A7 gefahren, an Malaga vorbei, Torremolinos und die ganzen Ferienorte. Sind jetzt gerade hier so ein bisschen abgebogen, um Pause zu machen und werden dann weiterfahren zum Campingplatz Cabo de Gata. Hier kann man gut beobachten, wie weit die Flut geht. Jetzt haben wir Ebbe. Badezeug haben wir mit, ne? Haben wir dabei. Ja. Aber die Wellen sind recht hoch, ne? Ja, vielleicht kann man mit den Füßen mal ein bisschen reingehen. So wie jetzt. Willst du jetzt das todesmutige Wagnis eingehen und dich vom Mittelmeer umspülen lassen bei diesen hohen Wellen? Naja, umspülen lassen, aber rausschwimmen werde ich mit Sicherheit nicht. Nee, das ist auch nicht empfehlenswert. Nee. Jetzt aber! Waren wir am Meer, haben uns ein bisschen mehr Wasser umspülen lassen und wie war es dann so am Wasser? Ja, war schön, aber ich wäre nicht weiter reingegangen, weil es war doch keine schöne Brandung, ja. Die einen dann raus. Die Unterströmung dann aber auch ziemlich stark und die Wellen, die türmten sich auch von ungefähr 1,50 m, vielleicht manchmal 2 m auf, ja. War zu heftig, aber schön warm war das Wasser. Wie spät haben wir es jetzt? Jetzt ist es 10.30 Uhr. 10.30 Uhr, beim Glockenschlag war es 10.30 Uhr. Gut, und jetzt gibt es ein Cortado. Was ist das, ein Cortado, Otti? Das ist aber süß. Ja. Da ist der Campingplatz. Dann sind wir an diesem halbtrockenen Flusslauf bis vor zur Mündung. Dann waren wir dort am Strand und sind dann an der Küste auf einem Sandweg in Richtung San Miguel de Cabo de Gata weitergefahren. Und jetzt sitzen wir hier und trinken Kaffee auf Spanisch Cortado. Erzähl mal, wie war es denn?
Ja, wir waren gerade im Pool und es war sehr erfrischend. Stimmt. Hat Spaß gemacht. Ja. Ja, verlangt noch mehr. Mit H, E-H-R, mehr. Und dann morgen nach mehr, M-E-E-R. Schauen wir mal.